So Leute, Servus auf dem Videos Channel. Ja, heute mal wieder mit meiner 96 SMCR und mit einem kleinen Schraubervideo. Denn ja, da drin ist der K&N Luftfilter schon ziemlich lange und ich habe jetzt mal reingeschaut und dachte mir so, jetzt nach 4 Jahren schaut er so scheiße aus, jetzt könnte man ihn auch mal sauber machen. Ich habe mir dazu aus Amazon so ein K&N Luftfilter Reinigungsset bestellt. Das kostet so um die 18 bis 25 Euro, irgendwo da dazwischen hält sich das immer auf. Und ja, bevor wir jetzt quasi weitermachen, würde ich sagen, jetzt bauen wir den Filter erst einmal aus. So, wie ihr seht, ist jetzt der Luftfilter raus. Der sitzt hier unten und wie man vielleicht erkennen kann, ist hier unten die Drosselklappe. Was man jetzt auf keinen Fall machen sollte, ist die Drosselklappe so offen lassen. Darum würde ich da immer empfehlen, steckt irgendwie ein Tuch oder so rein. Ich habe jetzt hier, steckt da immer hier so ein schönes Tuch rein, dass da nichts reinfallen kann und dass das schön vor Schmutz abgedeckt ist. Und dann kann euch da auch nichts reinfallen. So, da ist das gute Stück. Ihr habt ja gerade schon gesehen, wie ich da umeinander gewerkelt habe. Also man sieht schon wirklich, wie dreckig das Ding ist. Also gerade hier unten sind so ein paar Stellen, da kommt irgendwie der Dreck so extrem hoch bei der KTM. Da schaut schon richtig schlimm aus. Und drum dachte ich mir, naja, jetzt nach 4 Jahren ist es mal Zeit. Und ja, da ist das gute Ding. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch, wie man das reinigt. Aber dazu gehen wir jetzt in die Wohnung. So, wir haben jetzt hier unseren Luftfilter. Den müssen wir jetzt natürlich reinigen. Dazu gibt es hier von K&N den Cleaner. So schaut der ganze, schaut das aus, die Flasche. Und mit dem sprühen wir jetzt quasi den Luftfilter ein. So, und jetzt müssen wir das Ganze 10 Minuten lang einwirken lassen. 10 Minuten sind um und jetzt schaut der Filter so aus. Und den werden wir jetzt ausspülen. Wichtig ist, wenn man den mit Wasser ausspült, kein kochendes Wasser, einfach normal handwarm und immer entgegen der Ansaugrichtung. Also die Luft wandert bei diesem Filter hier rein und kommt hier raus Richtung Drosselklappe. Das heißt, wir müssen das Wasser hier reingeben und das machen wir jetzt mal. Ich schalte es jetzt mal an und dann schauen wir, was da rauskommt. Das ist jetzt nur ein Bruchteil, da kommt richtig widerliche Schlotze raus. Also wirklich krass, der Luftfilter hängt jetzt hier. Allerdings werde ich jetzt den nochmal reinigen, weil der so viel dreckige Stellen noch hat. Hier unten sieht man es richtig krass noch. Genau, und wenn er dann, wenn er zufriedenstellend ist, dann melde ich mich nochmal. So, der Filter ist jetzt endlich sauber. Das war gestern noch ein richtiger Todesakt. Also ich bin dann auch hier noch in die Rillen mit so einem kleinen Pinsel rein. Wie man sieht, jetzt ist er schon viel sauberer. Klar, der hat hier schon kleine Macken. Das ist aber einbaubedingt, aber er ist auf jeden Fall viel sauberer wie gestern. Und natürlich musste der jetzt über Nacht noch trocknen. Man kann den natürlich auch trocken föhnen. Und ja, jetzt ist der Filter soweit sauber und trocken. Und jetzt muss man den Filter einölen. Dazu gibt es dann das hier, das K&N Luftfilteröl. Einmal hin, jetzt schüttel ich das so ein bisschen. Und jetzt macht man das wie beim Lackieren. Der muss jetzt nicht schwimmen quasi im Öl, sondern einfach ganz schön. Ich schwimme es ein bisschen. Jetzt haben wir den Filter eingeölt. Und wie man sieht, ist der jetzt schon viel rötlicher wie vorher. Jetzt bin ich da einmal rundherum gegangen, also er ist schon viel roter wie vorher. Ja, und das muss jetzt wieder 20 Minuten einwirken. Genau, und was man jetzt sieht, das ist hier jetzt alles vollgesaut. Darum habe ich mir einen Zebra und wische das jetzt schon mal hier sauber. So, 20 Minuten eingewirkt hat das Ganze jetzt. Schaut so aus, finde ich, schaut auf jeden Fall schon mal wieder viel besser aus wie zuvor. Kurzes Fazit, also ich finde, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das Einzige, was ist, ist das Saubermachen. Ich würde sogar empfehlen, wenn er richtig dreckig war, also meiner war jetzt schon echt gut dreckig, dass man das Ganze wirklich zweimal macht und das auch 10 Minuten einziehen lässt und dann sich auch noch einen Pinsel zur Hilfe nimmt.
und hier dann schön die Zwischenräume sauber macht, um halt einfach, bei mir waren jetzt ganz viel Fliegen und so drin, also dass das dann halt auch wirklich alles rausgeht. Was noch zu beachten ist, auch das Einölen nur von der äußeren Seite, wo sich der Filter quasi die Luft reinzieht, nicht auf die Seite, die dann quasi schon innen ist, also nicht auf die Innenseite, nur außen rauf. Es gibt auch K&N-Filter, die saugen von hier an und gehen dann hier zur Drosselklappe, also da geht die Luft quasi hier raus, da müsst ihr dann von innen. Aber bei dem ist es so, hier kommt die Luft rein und hier geht es zur Drosselklappe, daher immer von außen einölen, nicht von innen. Genau, und das war's soweit, jetzt würde ich sagen, bauen wir noch einen und dann war's das soweit. So schaut das Ganze wieder aus jetzt. Jetzt ist er frisch drin und schaut schon wieder viel, viel besser aus wie am Anfang. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich ein Problem mit meiner Sitzbank hatte. Und wen es interessiert, ich habe das jetzt probiert zu richten. So schaut es jetzt aus. Ich hoffe, das hält. Ich habe das mit so Fugendichtung quasi hingemacht. Ja, schauen wir mal, ob das Ganze jetzt hält, weil die hier oben gebrochen ist. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.